Flux FM in digitaler Gesellschaft. Es geht im Prinzip um die Persönlichkeitsrechte eines jungen Mannes und um die große soziale Plattform Facebook. Ich drösel die Geschichte vielleicht nochmal kurz auf. Anas M., ein geflüchteter Mensch aus Syrien. Er hat im Jahr 2015 ein Selfie gemacht mit Bundeskanzlerin Merkel. Das Bild hat man sofort vor Augen, lustigerweise, weil es durch die Medien ging. Das ist noch nicht das Problem, das Anas M. jetzt mit dem Foto hat, dass es durch die Medien gegangen ist. Das Problem, das er allerdings hat, ist, dass dieses Bild missbraucht wurde von rechten Hetzern im Netz. Es wurde zum Beispiel behauptet, dass er mit dem Anschlag am Breitscheidplatz zu tun habe, Anas M. Es wurde behauptet, er sei der Mann, der einen obdachlosen Menschen angezündet habe in Berlin. Auf Facebook-Seiten von rechten Menschen oder Menschen, die der rechten Ideologie verfallen sind, ist sein Foto eben immer wieder gepostet worden mit diesem Hinweis, dass er an kriminellen Tätigkeiten beteiligt sei. Und jetzt hat Facebook die Fotos erstmal gelöscht auf Drängen von Anas M. Die bereits geteilten Inhalte waren aber weiterhin online. Am Montag gab es eine Gerichtsverhandlung zum Thema. Und was davon zu halten ist und wie diese ganze Geschichte unter Umständen weitergehen wird, das weiß Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Tachchen nochmal. Hallo. Ich habe versucht, die Geschichte so kurz zu halten wie möglich. Die meisten Leute werden sie schon mitbekommen haben, weil es wirklich in allen Medien besprochen wird. Worum geht es in dem Verfahren gegen Facebook aus deiner Sicht? Ja, es geht genau genommen um zwei unterschiedliche Fotos. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, einmal geht es, oder genau genommen, es geht um Fotomontagen. Ja, einmal eine Fotomontage, wo dieses Selfie in Zusammenhang gebracht wird eben mit dem Mord an, oder dem Mordversuch an einem Obdachlosen, der also versucht, wo man den man angezündet hat. Zum anderen um eine Fotomontage im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. Und Anas M. möchte jetzt erreichen durch diese einstweilige Verfügung, die er beim Landgericht Würzburg beantragt hat, dass Facebook tatsächlich sämtliche Kopien dieser Fotos, die auf dem sozialen Netzwerk existieren, tatsächlich löscht und nicht nur teilweise löscht oder von Deutschland aus unzugänglich macht. Das ist nämlich der Fall bei dem einen Foto mit dem Obdachlosen, also mit dem im Zusammenhang mit dem obdachlosen Mord, mit dem Mordversuch. Da hat Facebook eben nur die Originalfotos gelöscht, aber nicht die geteilten Inhalte. Und bei dem Foto, was im Zusammenhang mit dem Terroranschlag steht, da war es eben so, dass sie die nur von Deutschland aus unzugänglich gemacht haben, also eine sogenannte IP-Sperre errichtet haben. Das heißt, über VPN, über Tor oder eben bei Zugriffen aus dem Ausland konnte man diese Fotos immer noch sehen. Anas M. wendet sich nachvollziehbarerweise an die Gerichte, weil er halt sagt, mein Leben hat sich verändert durch diese gefälschten Fake-News-Postings über meine Person. Er kann nicht mehr auf die Straße gehen, sagt er. Und die Leute, die das Ganze nur oberflächlich verfolgen und sich nicht nochmal zweimal so ein Foto angucken, die halten ihn dann halt auch wirklich für jemanden, der mit Terrorismus in Verbindung gebracht wird. Die Frage ist jetzt natürlich, die auch Facebook stellt, ob Facebook selber verantwortlich ist für die Inhalte, die via dieses Netzwerk geteilt werden. Oder ob es da quasi andere Verantwortliche noch gibt in der Equation. Ja, bei Facebook ist es grundsätzlich so, Facebook ist ein Host-Provider, ja. Also das heißt, sie stellen im Grunde Speicherplatz im Internet zur Verfügung. Leute können eigene Inhalte da hochladen. Und wenn das passiert, dann gibt es einen Haftungsgrundsatz, der wird mit Notice and Takedown bezeichnet. Das heißt, grundsätzlich haftet Facebook nicht für diese Inhalte, für rechtswidrige Inhalte, solange wie sie keine Kenntnis davon haben. Ab dem Zeitpunkt, in dem sie Kenntnis haben, sind sie dann auch dafür verantwortlich und müssen diese Inhalte grundsätzlich löschen. Mhm. Ja? Das Problem, was jetzt hier besteht, ist eben die Frage, muss Facebook nur ein ganz konkretes Posting löschen, auf das es hingewiesen wird, oder eben auch Kopien von diesen Postings, die in seinem Netzwerk existieren? Ja, da müsste man ja eigentlich zumindest aus Sicht von Anas M. darauf hoffen, dass Facebook auch diesen zweiten Schritt macht und quasi auch Kopien des Fotos entdeckt. Jetzt sagen aber die Leute von Facebook, total schwierig für uns. Wir haben keine Wundermaschine. Mhm. Sie haben gesucht offensichtlich nochmal bei Facebook in den irischen Hauptquartieren, die für Europa zuständig sind, in den Räumen. Im Keller, nirgendwo eine Wundermaschine. Ja, genau, das war die Einlassung der Anwälte von Facebook. Die haben dann tatsächlich gesagt, also das ist uns ja gar nicht möglich. Wir können ja gar nicht alle Kopien dieses Fotos, die auf unserem Netzwerk existieren, tatsächlich finden, ausfindig machen, um sie dann zu löschen. Ne? So eine Wundermaschine, die das leisten könnte, die haben wir nicht. Und diese Einlassung, muss man sagen, ist
alles andere als glaubwürdig. Mhm. Denn man muss sich mal die Praxis anschauen, die Facebook eben verfolgt, wenn es um Nacktfotos geht. Ne? Da können Sie offenbar ohne weiteres erkennen, was ein Nacktfoto ist. Mhm. Gesichtserkennung gibt es auch auf Facebook, funktioniert merkwürdigerweise auch sehr gut. Ja. Ne? Wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht und große Konzerne sich an Facebook wenden und sagen, hier wurden aber unsere Urheberrechte verletzt, dann sind sie auch sehr schnell dabei, solche Fotos zu löschen, und zwar sämtliche Kopien, die auf ihrem Netzwerk verfügbar sind. Also insofern in anderen Fällen, merkwürdigerweise, wenn es nicht um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht, dann scheint das relativ gut zu gehen. Außerdem muss man sagen, tatsächlich rein technisch ist es so, dass wenn so ein Foto hochgeladen wird bei Facebook, dann bekommt es einen sogenannten Hash, also eine Art digitalen Fingerabdruck. Und anhand dieses Fingerabdrucks wären eben die Bilder in dem Netzwerk ohne weiteres auffindbar. Ja. Und man könnte auch ohne weiteres einen entsprechenden Filter installieren, der gleich, wenn ein Foto hochgeladen wird, es abgleicht eben mit sozusagen inkriminierten Inhalten, also Inhalte, von denen Facebook bereits weiß, dass es sie eigentlich löschen muss, um dann eben gleich zu sagen, tut mir leid, dieser Inhalt darf hier nicht gepostet werden. Ja, also es wäre technisch möglich. Warum es nicht passiert, welche anderen Problematiken da noch reinspielen in dieses Thema, das klären wir gleich. Mhm. Man könnte ja durchaus eben auch vermuten, dass eine Einrichtung eines Filters, der so funktioniert, dass NSM damit zufrieden ist, dass der vielleicht auch missbraucht werden könnte. Das ist für Zensurzwecke. Deswegen müssen wir über dieses Thema noch ein bisschen weitersprechen. Wir sprechen über den Fall von NSM. Wir haben es gerade schon erklärt. Der geflüchtete Mensch hat 2015 ein Selfie mit Angela Merkel geschossen, das weltberühmt wurde. Das Selfie selber stört ihn nicht, hat er ja auch selber geschossen. Das Foto von ihm, wie er das Selfie schoss, das ist dann quasi auf rechten Seiten vor allen Dingen mit Informationen zum Foto versehen worden, die so nicht stimmen. Mhm. Zum Beispiel, dass er eben an terroristischen Anschlägen beteiligt sei. Er sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und sagt auch, mein Leben hat sich verändert. Ich kann nicht mehr auf die Straße gehen. Die Leute halten mich in der Tat wirklich für einen Terroristen. Obwohl es ja nachweislich keine Aktionen von ihm gab, die gegens Gesetz gingen. Jetzt gibt's Leute, die in der Diskussion um dieses ganze Thema sagen, er hat vollkommen recht, sich zu beschweren bei Gericht. Aber man muss aufpassen, was die Folgen des Urteils sein könnten. Denn unter Umständen würde einer Zensur bei Facebook Tür und Tor geöffnet mit einer Entscheidung, die eben sagt, ihr müsst von vornherein überprüfen. Was sagt die digitale Gesellschaft dazu? Wie beurteilt ihr das Ganze? Ja, also dieses Thema Upload-Filter ist in der Tat nicht ganz ohne. Aber ich glaube, man muss hier relativ genau unterscheiden. In diesem Fall von NSM geht es ja darum, dass hier ein Gericht klipp und klar sagt, diese Bilder verletzen seine Persönlichkeitsrechte und sie sollen jetzt nicht weiter verbreitet werden. Und die Frage, die eben jetzt im Raum steht, ist, hat Facebook, wenn denn das einmal festgestellt ist, darüber hinausgehend eigentlich auch noch eine Pflicht, eben neue Uploads dieser Bilder zu verhindern oder weiteres Teilen dieser Bilder zu verhindern? Und hier würden wir eigentlich sagen, ja, ganz klar, denn es hat hier schon eine gerichtliche Entscheidung gegeben. Es ist klar, dass diese Bilder hier aus dem Netz verschwinden müssen. Und dann kann, wenn das einmal so passiert ist, sich ja Facebook nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen, na ja, aber wir haben jetzt ja hier schon ein Bild gelöscht, wenn Leute das jetzt hier erneut hochladen, dann können wir ja nichts dafür und dann können wir das ja auch gar nicht weiter erkennen. Ich hatte ja gerade eben schon erklärt, Facebook hätte ohne weiteres die technische Möglichkeit dazu. Ja. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man sagt, ja, Facebook muss generell Upload-Filter installieren für alle möglichen denkbaren Rechtsverletzungen, ohne dass ein Richter überhaupt vorher mal in Bezug auf irgendeinen Inhalt gesagt hat, dieser Inhalt ist rechtswidrig und muss aus dem Netz verschwinden. Ja. Das wäre im Übrigen auch so eine allgemeine Überprüfungspflicht, ja, so eine allgemeine Filterpflicht für Facebook. Das würde auch gegen geltendes europäisches Recht verstoßen. Denn in der E-Commerce-Richtlinie, also der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, steht klipp und klar drin, dass es für solche Host-Provider keine allgemeine Überwachungspflicht der Inhalte geben darf. Und eben das wäre tatsächlich so eine Zensurinfrastruktur, die eigentlich niemand wirklich wollen kann in einer freiheitlichen Gesellschaft. Also hier muss in der Tat auch aufgepasst werden, dass die Waage quasi weiterhin existiert, dass die Waage quasi ausgependelt ist. Was ich interessant fand noch in dem Zusammenhang mit dem Urteil, ist, dass es drei Richter gibt, die das Urteil fällen werden. Die haben jetzt im Vorfeld bekannt gegeben, dass sie alle drei keinen Facebook-Account besitzen. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Zeichen für die Unabhängigkeit oder
für die Unkenntnis das Thema betreffend. Naja, ich meine, es gibt ja in einem solchen Verfahren den sogenannten Beibringungsgrundsatz in so einem zivilgerichtlichen Verfahren. Das heißt eben, ne, die betroffenen Parteien müssen die notwendigen Beweise beibringen und die notwendigen Erklärungen, damit das Gericht ein Urteil fällen kann. Und eigentlich ist es ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ein Gericht sozusagen einen ganz unverstellten Blick darauf hat, vorausgesetzt natürlich, sie verstehen tatsächlich, wie denn dann so ein soziales Netzwerk wirklich funktioniert, wie das mit dem Teilen funktioniert und so. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht zwingend erforderlich, dass jetzt die Richter selber auch bei Facebook sind, damit sie dann Urteil fällen können. Also ich hoffe zumindest darauf. Es ist ja überhaupt noch nicht so weit gekommen. Es gibt ja bisher noch keine Entscheidung. Die wurde auf den 7. März jetzt vertagt. Ja. Also wir warten noch drauf. Aber ich würde dann durchaus mal darauf vertrauen, dass die Richter da in der Lage sind, sich da so reinzuarbeiten in den Sachverhalt, dass sie das auch vernünftig beurteilen können. Und ich glaube, alleine aufgrund der Berichterstattung werden die sozusagen die Dimension dieser Entscheidung schon nicht verkennen. Ja, bei der digitalen Gesellschaft einfach mal vorbeigehen, Herr Richter. Und nochmal nachlesen, um was es eigentlich geht. Auf jeden Fall ist es ja so rum angenehmer, als wenn jetzt ein Richter behauptet hätte oder wenn ein Richter damit entscheiden würde, der zu den erfolgreichsten Juristen auf Facebook gehört und da ganz viele Fans hat, das wäre natürlich, da ist er denn eher ein Geschmäckle. Ja, vielleicht, sagen, ja. Auch noch eine Idee vielleicht zum Abschluss, die ich hatte, aber es funktioniert nicht, haben wir auch schon festgestellt. Ich hatte ja die Idee, wir formen eine Gruppe auf Facebook, die heißt jetzt Put a Nipple on It und die versieht also alle rechten Posts einfach mit so einem Brustwärzchen, weil das, wird ja dann, das funktioniert ja dann offensichtlich gut bei Facebook, wird sofort gelöscht. Geht aber natürlich nicht, weil die Originaldatei keine Brustwarze hat. Aber eine schöne aktivistische Idee, finde ich. Na gut. Also, eröffnen Sie ruhig die Gruppe Put a Nipple on That auf Facebook. Wir freuen uns, ich werde auch Mitglied. Ja, sofort. Volker Tripp, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung des Falls Anas M. Vielleicht sprechen wir dann nächste Woche nochmal drüber, wenn das Urteil, nee, nächste Woche ist ja noch gar nicht so weit. Im März nochmal drüber, wenn das Urteil gefallen ist. Es ist sehr, sehr spannend und wir können darauf hoffen, dass die Richter eben den Mittelweg finden zwischen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte von Anas M. und eben auch dem Schutz der Freiheiten, die das Internet gewährt und einer Nicht-Anwendung von Zensurmaßnahmen. So ist es. Das wäre schön. Volker Tripp, vielen Dank. Digitalegesellschaft.de lautet die Seite, die ihr regelmäßig besuchen solltet. Ein- bis zweimal täglich empfehle ich. Ja, ist ja so. Ja, bitte. Damit man auf dem Laufenden bleibt. Volker Tripp, vielen Dank für deinen Besuch. Tschüss. Gerne. Ciao. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.